constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Hmm. Do you have it? Of course. It's in the evidence room. At your... Machen wir eigentlich eher mehr Sorgen um die Gelbsucht von Sherlock Holmes. Scotland Yard is a step ahead of you, right? Breathtaking. Liam Hurtleys persönliche Gegenstände sind auch hier, oder? Jo. These are the suspect's belongings. Stiefel? They're a size 9.5. Passend zum Schuhabdruck vielleicht? The stains are fresh. They can be removed. Ah, Chemikalien. Jetzt bauen wir mal so ein Alchemie-Table. A pen. Nothing unusual about it. Verdächtigen verhören. Sollen wir uns nicht erst... Naja, es geht bestimmt wieder nicht. Ich habe mir jetzt erst den Brief angeschaut. Ne, der hier ist ja der... Oh, wo ist er? Ah, hier. Ne, das ist der Hurtley. Wo ist denn der Nelligan? Ah, hier drüben. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting it. Jetzt pass mal auf, Vollblase! Check mal den Boy erstmal aus. Kommen wir wieder zu unserem Style-Check. Die Mütze sieht man natürlich auf den ersten Schlag. Das ist was Teures. Das ist eine sehr, sehr gute Mütze. Die muss man gar nicht. Oh, ein Kaschmir-Schal. Ein Seidentuch. Richtig, richtig feine Jeans. Ende eines Gärtners. Oh, das ist doch Gärtner! Haben wir den endlich gefunden? That's all for now. Nachforschung über verdächtigen Liam Hurtley. Liam Hurtley ist ein harter Brocken, was versucht er zu verheimlichen. Untersuchen. Müssen wir jetzt wieder. Ja, jetzt gehen wir nach Hause zum Alchemie-Table und dann schauen wir mal, ob wir irgendetwas aus diesem Brief rausbekommen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. What the f- condition. All 7 reagents should be used. Second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Was? Ist jetzt eigentlich egal, was ich da dazwischen mache. Nochmal blau. Boy. Dann grün. Nee. War falsch. What the fuck? Was? Grün. No, something. Farblos, orange. Leer, leer, blau. Das heißt doch, ich kann. Orange. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. What the fuck, Alter? Nach Orange muss farblos kommen. Das heißt,
Farblos, ja. Jetzt habe ich eine blaue übrig. Ich hätte zweimal blau nehmen müssen. Oh Gott, something is wrong. No, something. Ich weiß. Mach jetzt Neustart. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Was? Oh, das Aufnahmegerät ist gerade ausgefallen, aber ich habe es natürlich selbst durch logisches Denken geschafft. Ich habe sie gut versteckt, wie du mich gebeten hast, aber ich bitte dich, überlege es dir. Und erinnere dich an unseren Schwur. Ich habe nichts Ehrloses getan, für das du mich... Punkt, Punkt, Punkt. So, eine neue Herleitung. Und zwar wurde was im Garten versteckt. Kein Gärtner? Obwohl er der Gärtner war? Hm? So, wir haben eigentlich keinen Gärtner. Und wir haben fehlende Wertpapiere. Richtig, wir haben den Brief. Verdammt. Was? Achso. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diesen Einbruchsversuch unternommen hat, auch der Mörder ist. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Careys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. Es erklärt aber nicht, warum das Notizbuch danach im Blut war. Oh, noch nach Woodmans Lee. Der Typ hat ja anscheinend was versucht zu verstecken. Aber jetzt einfach so im Garten rumsuchen ist ja auch Quatsch, oder? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Abdrücke, ja. Könnte ich gucken, ob die Schuhe vom ihm da reinpassen, oder? Tun sie mit Sicherheit. These boots match the footprints exactly. Ja gut, das war mir klar. Kann ich wieder was herleiten dadurch. Liam Hurtleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodmans Lee. Das beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodmans Lee. Achso, ich muss mich hier entscheiden. Ich glaube aber eher das hier. Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Nein, er hat ihn nicht getötet. Nelligans Unschuld. John Nelligan ist ein Opfer der Umstände. Er entspricht weder vom Äußeren noch vom Psychologischen her dem Profil des Mörders. So ist das nämlich. Und da bin ich mir auch absolut sicher. So. Auf zu Scotland Yard. Dann quatschen wir nochmal mit dem Harley oder wie der Typ heißt. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ah, wo ist er jetzt schon wieder? Ja, kreuzfix, lass doch den Burschen in der Verhörzelle. Please. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Der Garten, Gärtner, Hurtleys Brief. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. Doch nicht für so einen Alchemisten wie mich. Boy, keine Ahnung. You're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Ja, da brauchst nichts checken, weil wir wissen doch, dass er nicht der Gärtner ist. What are you doing at Woodmans Lee? Woodmans Lee? I've never been there. Boy. Die viel passen nicht? Klar passen die. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Hat er nicht Unrecht? Now that your presence at Woodmans Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Ja, das will ich ja eben wissen. Tabakbeutel. Vielleicht kann ich es so hindrehen.
dass er denkt, dass ich denke, dass er der Gärtner ist. Falsch. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. Kann ja nur der Gärtner in Woodman's Lee sein. Gibt ja keine anderen. In the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Such mal die noch. Die suchen wir noch schnell. Woodman's Lee? Vielleicht in dem kleinen, in der kleinen Hütte da oben. Oder ich frag die Oma hier. Oma! Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Danke. It is the key to open it. Ehre. Grüß ich dich. Thank you, madam. Ah, nee, ich frag sie noch zum Hurtley. Nie gehört diesen Namen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, was sage ich? Thank you, madam. Let's see what could be hidden here. So, dann nehmen wir unser magisches Auge. Im Boden. Ja, loses Brett. Ah, die Kassette mit den Wertpapieren. Nee, das wäre zu easy. Das wäre safe zu easy. Let us see what is in this box. Ach du Scheiße. Drehen Sie die Zylinder des Schlosses so, dass Sie eine durchgehende Linie erhalten. Beachten Sie bitte, dass manche Linien durchaus irreführend sein können. Ah, oh, was? Ah, so geht, oder? Ah, oh mein Gott. So. Das war's schon. Ha, lol. Bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Ah, noch nie gehört diesen Namen. Verlogenes Miststück. Mein geliebter Liam, solange ich dich kenne, warst du immer so gut zu mir. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten ausdrücken, aber ich denke, sie sind voller Sünde und führen zu nichts Gutem. Ich habe Angst davor, was passieren könnte. Ich habe Angst davor, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Ich danke dir von tiefstem Herzen für deine Güte, aber ich kann den Mann nicht verlassen, mit dem mich der Allmächtige zusammengebracht hat. Es ist sein göttlicher Wille und daher ist mein Mann das Kreuz, das ich tragen muss. Außerdem bin ich ein Golddigger-Bitch. Er macht mir das Leben zwar zur Hölle, aber mit der Zeit heilen alle Wunden. Ich bringe um die Ecke und dann kassiere ich die Rente. Damit werden wir jetzt die Judith konfrontieren. Aber das machen wir in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Rutsch. Wir sehen uns ja gar nicht mehr, bevor wir umrutschen. Oder? Vielleicht zu Deponia. Falls nicht, haut rein, rutscht gut rüber, fallt nicht hin, tut euch nicht weh.